Hi und herzlich willkommen zu Folge 85 des Mindful Upgrade Podcast. Mein Name ist Robin und ich begrüße dich zum ersten deutschen Podcast für veganes Biohacking und natürlich achtsame Selbstoptimierung. Heute bin ich so aufgeregt und freue mich sehr, euch diese Folge zu präsentieren. Zu Gast habe ich zwei wundervolle Menschen und auch Mentoren von mir, Bahar Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller. Die beiden räumen in den letzten Jahren in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und Potenzialentfaltung so richtig auf. Mit ihren modernen Transformationstechniken und der Kombination von körperlicher und geistiger Arbeit verändern sie Tausende von Menschenleben. Was mich so fasziniert an ihrer Arbeit, ist die Anwendung von Biohacking-Tools wie Transformational Sounds mit Brainwave Entrainment, was das genau ist, dazu kommen wir im Podcast noch, verschiedene Atemtechniken und High-Performance-Coaching. Wir sprechen genau über diese Werkzeuge und wie sie mit deren Hilfe und ihrer jahrelangen Coaching-Erfahrung eine tiefgreifende Transformation der Teilnehmer auslösen. Außerdem reden wir über ihre persönliche Journey und wie wichtig Rituale in ihrem Alltag sind. Mehr Informationen zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes oder unter www.mindful-upgrade.ch/Folge85. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem Interview mit Bahar und Jeffrey. Herzlich willkommen bei Mindful Upgrade Podcast, dein Podcast für ein proaktives und selbstbestimmtes Leben. Lerne, wie du mit Plant-Based Biohacking und Primal Body Practice auf natürliche Weise dein Energielevel steigerst, mehr Fokus kreierst sowie körperlich und mental fitter wirst. Es warten interessante Themen und spannende Gäste auf dich, um dir zu zeigen, wie du ein unerschütterliches Skillset aufbaust, welches dir mehr Freiheit, Gesundheit und Power gibt. Aktiviere also jetzt dein Flow-State und werde selbst zum Biohacktivisten mit einer neuen Folge des Mindful Upgrade Podcasts. Hey Biohacktivist, was geht bei dir und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des Mindful Upgrade Podcast. Meine heutigen Gäste sind Experten im Bereich Potenzialentfaltung, moderne Spiritualität und zwei echte Biohacker, die auch vor dem ein oder anderen Eisbad nicht zurückschrecken. Bahar Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller helfen Menschen, ihr Potenzial zu erkennen und richtig einzusetzen. Ihre Erfahrung und ihr Wissen geben sie auf Seminaren als Speaker weiter und auch in Online-Trainings, Büchern und sogar auf CDs. Ich selbst durfte die beiden schon mehrmals live erleben und es ist immer wieder erstaunlich, welche Energie sie auf die Bühne bringen, aber auch ins Publikum. Mit welchen ganzheitlichen Tools sie dabei arbeiten und wie sie dadurch die Menschheit und die Menschen transformieren wollen, das verraten sie uns hoffentlich heute im Interview. Herzlich willkommen, Bahar und Jeffrey. Hey, wow. Vielen lieben Dank für dieses Intro. Danke, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns auf das Gespräch mit dir. Ja, cool. Ja, super, dass es auch so spontan geklappt hat, dass Bahar noch dabei ist. Muss ja jetzt kurz sagen, ich hatte ja mit Jeffrey das Interview. Ja. Und ja, wir sind ja spontan und deswegen freue ich mich umso mehr und glaube ich auch die Zuhörer dann, dich auch zu hören, liebe Bahar. So cool, ich freue mich dabei zu sein. Danke dir. Danke dir, Robin. Cool. Ja, natürlich gibt es sehr viele Themen, die ihr behandelt und wahrscheinlich auch sehr viele Fragen, die ich an euch habe. Was mich doch von Anfang an so richtig getriggert hat, ist dieser Begriff Superhuman. Und weil ich finde das so spannend und da würde ich gerne mal eure Definition erfahren und ja, wie man so zum eigenen Superheld in seinem Leben wird. Ja, das ist eine ganz, ganz gute Frage, denn als wir mit diesem Begriff so gestartet haben, das ist schon ein paar Jahre her, ich glaube 3 oder 4 Jahre, haben wir viel E-Mails bekommen damals und manche Menschen, die waren so richtig, ja nicht nur, wie du sagst, getriggert, sondern die waren so fast schon ein bisschen angepisst, weil sie, okay. Weil sie eben dachten, dass man jetzt irgendwie zu einem Supermenschen werden soll und ob wir den Leuten jetzt beibringen, besser zu sein als alle anderen und so. Das ist, die waren wirklich getriggert von diesem Begriff und für uns war oder ist Superhuman eigentlich nicht die Bedeutung von Supermensch oder Übermensch, sondern eigentlich zurück zur absoluten Menschlichkeit. Und auf diesem Weg zu dieser absoluten Menschlichkeit eben alles zu entglauben oder alles loszulassen, was mich eigentlich blockiert, wirklich mit allem, was ich bin, Mensch zu sein. Und ich glaube, dass wir ja alle als Mensch unsere ganz persönlichen Superpowers haben, aber wir glauben gar nicht mehr daran. Deswegen ist eigentlich, die Menschlichkeit ist eigentlich Superhuman. Das ist dieser Zustand zurückzugehen in diesen Superzustand ist für uns das Natürlichste, was wir tun können. Und ich glaube, da sind wir jetzt seit Jahren so wirklich auf einer kleinen Mission, den Menschen das wirklich nahezubringen, dass man zurück zu seiner eigenen absoluten Supermenschlichkeit, also zu dieser natürlichsten Menschlichkeit zurückführen kann. Was, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Aspekt für uns von Anfang an war, dass jeder von uns, jeder Einzelne der Superheld in dem Leben von jemand anderem sein kann. Und das ist egal,
wo du in deinem Leben stehst, egal was du durchgemacht hast, egal was du über dich denkst, du kannst jederzeit, egal wo du dich befindest, der Superheld für jemand anderes sein. Und ich glaube, das ist auch noch so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für uns hinter diesem Konzept Superhuman. Okay. Ja, vielen Dank für die Definition. Und es geht ja auch um das Thema Selbstermächtigung, richtig? Ja, absolut. Das ist das Zentrum auch hinter unserer Arbeit, ja. Absolut. Ich habe euch ja das erste Mal beim Flow Summit 2017 in Basel gesehen. Das ist auch schon wieder 2 Jahre her, krass. Und es war ja auch eine sehr spirituelle Veranstaltung, ja. Und ich habe so in der Mitte so gedacht, ja, okay, es waren so sehr trockene Talks auch, muss ich zugeben, teilweise. Und dann seid ihr so auf die Bühne gekommen und da wurde gelacht, getanzt, geweint. Und das ist ja auch immer so irgendwie bei euren Talks, also wo ich ja in letzter Zeit auch war. Was ist das Geheimnis einer so guten Performance bei euch? Oh, wow. Das wissen wir, glaube ich, selbst so gar nicht. Wirklich? Also das Wichtigste für uns beide ist, bevor wir auf die Bühne gehen, da setzen wir auch immer unsere Intention darauf, dass wir beide auf der Bühne Spaß haben, dass wir unsere Emotionen zulassen, dass wir unabhängig von dem, was wir jetzt da vortragen wollen oder mit den Menschen machen wollen, dass wir den Fokus darauf richten, dass wir in unserer Energie sind, in unserer Power sind und nichts zurückhalten, auch nichts an Emotionen zurückhalten. Ich glaube, das ist vielleicht so ein kleines Geheimnis, weil viele Menschen, die auf die Bühne gehen oder Speaker, die fokussieren sich sehr stark auf ihr Skript, das, was sie machen wollen, aber viel zu wenig auf das, was sie fühlen wollen auf der Bühne. Und für uns ist es wirklich wichtig, diese Energie zu spüren, selbst diese Energie zu spüren. Und dann schwappt es auch über auf das Publikum. Also das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Ja, absolut. Ja, wie du schon sagst, Bar, das Wichtigste ist für uns wirklich die Energie auf die Bühne oder in die Leute irgendwie hinein zu transportieren. Und da hilft uns natürlich manchmal auch wirklich dieses ganze Konzept wie Superhuman oder Biohacking, so wie du es nennst. Das heißt wirklich menschliche Potenzial irgendwie auch mit dem Körper mehr nach oben holen, weil es gibt mittlerweile so viele Tools, die uns einfach helfen, die Energie einfach auf eine Spitze zu holen, um wirklich, ich sag mal, das klingt jetzt auch wieder so klischeehaft, aber die beste Version von dir selbst auf der Bühne zu sein und nicht einfach auf die Bühne zu gehen und mal zu gucken, was passiert, sondern wirklich mit einer hohen Energie auf der Bühne zu sein. Und das ist wirklich in den letzten Jahren, es gab auch viele Momente, wo ich gespürt habe, ich habe die Energie nicht auf der Bühne, okay, so wie ich es eigentlich gerne hätte. Und das ist eben dieser andere Punkt, ich sag mal so der Schatten der Bühnenwelt, dass man manchmal versucht, so diese Performance, die man am Vortag geleistet hat, zu reproduzieren. Wenn du einmal richtig gut warst und die Energie gespürt hast, in deinen Zellen überall bebt und die Leute flippen aus, dann hat man sofort wieder die Angst, ob man am nächsten Tag genauso gut ist, wie ich jetzt heute war, oder das nächste Mal genauso gut performen kann. Und das ist so die Falle dahinter. Das heißt, man muss auch zufrieden sein, wenn man eben nicht so gut performt oder wenn man es nicht so reproduzieren kann wie im Vortag, weil jede Gruppe ist eine andere Gruppe. Nicht jede Gruppe flippt sofort gleich aus und die machen sofort gleich mit. Wir hatten auch schon Gruppen, da sind die 20% der Leute sind rausgelaufen, wenn wir mit dem Tanzen begonnen haben, und die Leute ein bisschen zu animieren und dass sie einfach ein bisschen so aus der Komfortzone hinaustreten. Vor allem im deutschsprachigen Raum, das kommt jetzt erst alles so aus den USA wirklich bei uns an. Ich meine, in den USA, da gibt es ja schon seit Jahrzehnten, dass die Leute da wirklich mitmachen, dass sie sich bewegen. Aber bei uns in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, das ist manchmal gar nicht so einfach, dass die Leute wirklich mit allem, was sie sind, mitmachen, aus sich herausgehen. Und da müssen wir manchmal echt viel arbeiten mit den Leuten, dass dann so diese Tür aufgeht und die Menschen sich wirklich fühlen, okay, ich kann hier jetzt in dem Moment alles sein, was ich sein möchte. Und das ist oft so ein befreiendes Gefühl für die Menschen bei uns im Seminar. Okay. Es ist sehr spannend auch, was du jetzt gesagt hast, nochmal, dass man manchmal halt einfach nicht diese Energie hat auch. Ja. Gibt es da irgendein Ritual oder vielleicht irgendein Tool oder so, was ihr nutzt, um euch in diese Energie zu bringen? Oder geht ihr dann einfach auf die Bühne und sagt, ja, passt auf, wir fühlen uns nicht so in unserer Energie oder wir sind heute ein bisschen müde? Oder wie macht ihr das dann? Ja, ich glaube, so dieses authentische Sein ist immer so unsere Base, unser Fundament. Das heißt, wir gehen auf die Bühne, auch wenn wir ein bisschen müde sind und ein bisschen fertig sind. Und die Leute, die dürfen das auch sehen, die dürfen das spüren. Ich meine, ich glaube, das wäre das Schlimmste, wenn man ihnen versucht, etwas vorzuspielen, weil jeder spürt ja, ob das jetzt gefälscht ist, ob da jetzt eine Maske da ist.
man kann ja den Leuten eigentlich gar nichts mehr irgendwie vortäuschen. Die sehen das ja, die spüren das. Ich glaube, das ist ganz wichtig, authentisch auf der Bühne zu sein. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, selbst wenn du nicht so in deiner Power bist, gibt es trotzdem Möglichkeiten, deinen Zustand so zu wechseln, dass du trotzdem in dem Moment das Beste geben und das Beste tun kannst für die Menschen, die irgendwie jetzt da sind. Weil das Wichtigste ist ja, wenn die Menschen bei dir sind, dass du für die Menschen da bist. Mhm. Jetzt muss ich mal kurz hier, sorry, jetzt ist mein Display ausgegangen. Ich glaube, sorry. Ich höre euch trotzdem. Bin ich immer noch da? Okay. Ja, okay, alles ich lasse einfach so. Genau, dass wir für die Menschen halt da sind. Und wir haben halt diese Rituale, die ich glaube, habe ich gesehen, das machst ja du auch. Das ist, wir gehen ins kalte Wasser. Wenn es das kalte Wasser halt nicht gibt, dann auf jeden Fall kalt duschen. Wir nehmen sehr, sehr viel gesunde Fette zu uns. Das heißt, dass unser Gehirn auch die nötige Nahrung hat, wenn wir performen. Wenn wir performen, versuchen wir sehr wenig zu essen, aber dafür viel Gemüse, viel Grünes, sodass wir wirklich die Energie irgendwie auch körperlich haben. Und wir machen halt viel Sport. Das heißt, wir versuchen die Energie wirklich immer zu kanalisieren, selbst wenn wir müde sind. Aber ich glaube, es gibt ja so viele verschiedene auch Biohacking-Methoden. Und ich glaube, das ist ja auch das, was du hier den Leuten auch beibringst, dass sie natürlich ihre eigenen Formen irgendwie herausfinden, weil die eine Technik kann gut für dich sein, die andere kann eben nicht so gut für dich sein. Ich glaube, man muss wirklich selber so ein bisschen erforschen, was dein Peak, was deine Spitze irgendwie hervorruft. Genau, das ist auch ganz wichtig, dass du das nochmal sagst, weil wir sehen ja oft irgendwelche Motivationsvideos und irgendwelche Tools und Biohacking-Techniken und versuchen die dann anzuwenden und machen auch weiter, auch wenn wir uns nicht wohl dabei fühlen. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig, vielleicht auch ein Tagebuch oder sowas zu schreiben und zu sagen, okay, das funktioniert jetzt für mich und das ist einfach nichts für mich und da versuche ich lieber was anderes. Genau, absolut. Um dieses Thema nochmal abzuschließen jetzt, bevor wir so richtig ins Biohacking einsteigen. Jeffrey, für dich war es ja auch nicht immer einfach, auf der Bühne zu stehen am Anfang, ja? Wie hast du da deine Angst quasi überwinden können? Ja, es war, am Anfang war es sehr, sehr schlimm für mich, weil ich war immer, seitdem ich klein bin, immer Tänzer. Das heißt, tanzen konnte ich auf der Bühne, das war für mich überhaupt kein Problem. Das heißt, seitdem ich 3 bin, war ich eigentlich immer auf der Bühne als Tänzer, weißt du? Aber irgendwann, als ich Baha kennengelernt habe, wusste ich, die Bühne zieht mich irgendwie an, aber nicht als Tänzer, sondern eben, ich wollte irgendwie meine Message mit den Leuten teilen. Aber ich hatte ja so unheimlich Angst davor. Das heißt, ich bin auf die Bühne und ich habe gezittert. Ich hatte wirklich so eine Phobie in meinem Körper. Und da gab es ja diese eine Erfahrung, wo ich auf die Bühne musste bei der FIBO-Messe in Köln oder Hamburg. Und ich habe kein Wort rausgebracht vor diesen 500-600 Menschen. Und dann hat mich der Moderator einfach wieder nach unten geschickt und gesagt, danke, Herr Kastner, wow. Schön, dass Sie da waren und so. Und das war eines meiner schlimmsten Erfahrungen. Ich weiß noch, ich war aber damals mit dabei und ich bin ins Auto und ich habe wirklich geheult. Und ich habe zu Baha gesagt, das war das letzte Mal, ich werde nie wieder auf die Bühne gehen und sprechen. Und das war ganz, ganz schlimm für mich, weil auf der einen Seite wusste ich, ich will aber ich kann nicht, weil die Angst, die hat mich komplett übermannt. Und vielleicht kennst du das oder auch die jetzt zuhören. Das war nicht einfach nur eine Angst, wo du sagst, oh, ich spüre jetzt immer ein bisschen Angst, sondern das war wirklich, ich bin total in so eine energetische Starre hineingefallen. Gelähmt, ja, genau, quasi. Absolut, das war wie so ein gelähmter Zustand. Und Baha war eigentlich, vielleicht magst du auch noch was dazu sagen, Baha war eigentlich die Person, die mich dann wieder nach unten geholt hat, gesagt, hey Jeffrey, dort, wo deine größte Angst ist, und das war definitiv meine größte Angst, ist dein größtes Potenzial auf einer Ebene. Und natürlich willst du in solchen Momenten das nicht hören, wenn das jemand zu dir sagt. Aber Baha hat damals zu mir gesagt, hey Jeffrey, du musst durch diese Angst irgendwie durch. Und sie hat dann ein paar Monate später mein erstes Seminar ausgeschrieben, ohne dass ich es wusste. Das heißt, sie hat über ihre Website damals ein Seminar beworben. Ich habe da echt erstmal gar nichts gewusst davon. Und erst nachdem ich so 20 oder 30 Anmeldungen hatte über den Veranstalter in der Schweiz, hat Baha dann zu mir gesagt, hey Jeff, du hast jetzt 20, 30 Anmeldungen, da und da ist dein erstes Seminar und zwar alleine. Und weißt du, was passiert ist danach? Ich bin krank geworden. Ich bin sofort, nachdem Baha mir das gesagt hat, bin ich krank geworden. Mein Immunsystem ist total zusammengebrochen. Und das ist auch wieder der Beweis dafür, dass wir manche Krankheiten oder auch manche Immunsystemzusammenbrüche einfach komplett selber manifestieren. Das heißt, ich bin so total zusammengebrochen, mein Immunsystem ist gecrashed, ich war erst mal 2 Wochen lang flach gelegen
Und in diesen 2 Wochen musste ich mir klar werden, wo mein Weg hingehen soll. Und ich konnte nicht mehr anders. Es gab ja schon 30 Anmeldungen, verstehst du? Ja. Und da habe ich mich auf dieses Seminar wirklich vorbereitet, habe mir wieder geübt, trainiert und bin dann einfach in dieses kalte Wasser beziehungsweise ins heiße Feuer. Und das erste Seminar war schlimm für mich, weil die Angst immer noch da war. Aber ich habe gemerkt, dass je mehr du in diese Angst einsteigst und wirklich da durchbrennst, und das ist auch schon wieder so klischeehaft, aber wir müssen durch die Angst durch, sonst jagt uns die Angst für immer. Und wir müssen da wirklich hineintauchen und zu einem Stück weit zu dieser Angst werden, damit wir sie danach wieder loslassen können. Und als ich gemerkt habe, dass ich das kann, was ich da tue, und dass die Leute es wirklich auch mögen, was ich tue, konnte ich die Angst immer mehr und mehr loslassen, bis zu einem Punkt, wo ich die Angst eigentlich jetzt kontrollieren kann und nicht mehr umgekehrt, dass die Angst mich kontrolliert. Wow, was für eine Story, und gut auch, Bara, dass du ihn da so ein bisschen gepusht hast. Ist das so deine Coaching-Technik allgemein, oder hast du auch versucht, vielleicht so ein bisschen zu sagen, ja, ist doch alles nicht so schlimm, Jeffrey, Kai? Ja, also das Spannende war ja, dass ich, als ich ihn damals kennengelernt habe, ich habe ja so diese, ich nenne es jetzt mal vielleicht Visionen oder ein Blick in die Zukunft. Das sind Dinge, die mir so spontan auch im Alltag immer wieder passieren. Und ihn habe ich gesehen, wie er auf der Bühne steht und nicht tanzt, sondern zu Menschen spricht. Ich habe das gesehen, und das war jetzt nicht einfach nur mal so ein Gedanke in meinem Kopf oder eine Fantasie, sondern das war eine Realität, eine mögliche Realität. Und ich habe das in ihm gesehen, ich habe dieses Potenzial in ihm gesehen. Ich habe so wirklich so unglaublich festgehalten an dieser Vision. Und ich habe damals zu ihm gesagt, du, da ist etwas in dir, das du nicht sehen kannst, aber ich sehe es, und falls du dir selbst nicht glaubst und vertraust, dann vertrau bitte mir nur ein klein bisschen. Das war das, was ich zu ihm gesagt habe, und dann habe ich wirklich dieses Seminar ausgeschrieben. Ich hatte echt ein schlechtes Gewissen, als er so krank wurde. Scheiße, war das doch nicht so richtig. Aber nein, ich wusste, und ich habe wirklich damals, als ich es ausgeschrieben habe mit dem Veranstalter und so weiter, ich habe zum Universum gesagt, also, wenn das nicht sein soll, und wenn er nicht dafür bereit ist, dann meldet sich einfach keiner an. Ja. Weißt du, was so spannend war? Es haben sich so viele Leute auf Anhieb angemeldet. Das war das Seminar, das wir am schnellsten vollbekommen haben. Und das war noch zu den Anfangszeiten unseres beruflichen Werdegangs. Das heißt, wir waren auch noch gar nicht so populär. Was war das Thema? Heartwall, Herzenswände löschen. Okay. Mhm. Ja, und das ist wirklich durch die Decke gegangen, und das war unglaublich. Und er hat dann dieses Seminar gegeben, hat da vorne performt, und ich dachte mir, wo ist bitte die Angst? Und das ist ja ganz interessant, weil das, was wir persönlich in uns fühlen, kann ja komplett unterschiedlich zu dem sein, was Menschen in uns sehen. Weil ich habe die Angst überhaupt nicht gesehen in ihm, aber die war trotzdem da. Und so wie Jeffrey das auch gesagt hat, ich glaube wirklich, dass unser größtes Potenzial jenseits unserer Angst liegt. Und dass jeder von uns eine Art von spirituelle Verpflichtung hat, auch hinter diese Angst zu blicken, weil dahinter verstecken sich all die Geschenke, die du auf diese Welt mitgebracht hast. Und es gibt mit Sicherheit viele Menschen, die sich denken, nee, ich möchte nicht auf diese Angst zugehen, weil es verbraucht zu viel Energie, ich habe den Mut nicht, ich habe die Kraft nicht. Dann können sie das natürlich auch lassen. Aber was ist das dann für ein Leben? Ich glaube, das ist die Frage, die man sich stellen muss. Ob man diesen Preis zahlen möchte, aber dafür dann wirklich erfüllt lebt, oder ob man sagt, nein, ich zahle diesen Preis nicht und bleib dort, wo ich bin. Ja. Und mittlerweile ist dieses ganze Thema auf die Angst zugehen, ist für uns auch eine Form von Biohacking. Mhm. Nur, weil ich meine, das ist ja wirklich das, was uns dann am meisten zurückhält. Und was bringt es mir, wenn ich viel mehr Energie habe wie vorher durch irgendwelche Tools oder Techniken, wenn trotzdem noch die Angst da ist, und ich aber nicht durch diese Angst durchgehen kann. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt für jeden von uns, sich jeden Tag so ein bisschen mit unseren eigenen tiefen Ängsten irgendwie auseinanderzusetzen oder sie auch wirklich zu konfrontieren. Weil, wie gesagt, die Angst jagt uns auf einer Ebene immer und immer mehr, wenn wir nicht auf die Angst zugehen. Ja, die Erfahrung konnte ich auf jeden Fall auch machen, und werde jetzt auch in Berlin die DNX moderieren, ja, wo ihr auch zum Gast seid, so. Wow. Ja,
Ja, und das wird für mich auch so rechte Komfortzone-Challenge, aber man sagt ja, das hat auch Markus zu mir gesagt, Wachstum geschieht außerhalb der Komfortzone und das ist, glaube ich, auch das Thema, womit man das so ein bisschen abschließen kann. Ja. Absolut. Cool. Ja, schön auch, dass ihr so als Paar diesen Weg halt auch teilen könnt. Wie ist das eigentlich passiert? So, wie habt ihr euch gefunden und was macht eure Beziehung eigentlich in diesem Sinne aus? Also wir haben uns eigentlich zweimal gefunden oder zweimal getroffen im Leben. Das erste Mal, das war im Fitnessstudio, weil ich war da Aerobic Trainerin sozusagen und Jeffrey hat im Nebenraum, irgendwie trainiert mit einem Kumpel zusammen und einer von meinen Fitnesskollegen kam dann zu mir und meinte, hey Baha, magst du mal was richtig Cooles sehen? Und ich so, hey. Ja, natürlich möchte ich sehen. Und dann ist er mit mir rüber halt, da wo Jeffrey und sein Kumpel getanzt haben. Und dann haben wir halt so ein bisschen zugeguckt und dann ist Jeffrey halt rübergekommen irgendwann und meinte so, hey, hast du mal Lust, Tanzklassen bei uns zu machen? Und er hatte damals ja diese Tanzschule und dann habe ich halt angefangen, in seine Tanzklassen zu gehen, natürlich nur wegen dem Tanzen. Also ich wurde echt voll zum Groupie sozusagen und habe den echt angehimmelt und dachte mir, das ist der Mann meines Lebens. Er weiß es selber vielleicht noch gar nicht, aber er ist es. Und ja, wir sind uns dann auch ein bisschen näher gekommen. Du hast mich dann zum Essen eingeladen, zu McDonald's. Da haben wir dann einen Veggie Burger gegessen. Biohacking. Das ist schon, wie lange ist das her? 15 Jahre? 16? Ich weiß nicht. Ah, wow. Okay. Also das ist schon sehr, sehr lang. Da gab es noch nichts von Biohacking oder so. Nee. War es noch mehr Biodestroying. Ja, aber da sind wir dann noch gar nicht richtig zusammengekommen. Ich glaube auch, dass wir beide noch gar nicht wirklich bereit waren für uns, für diese Beziehung. Du warst ja damals auch in so einem, ich nenne es jetzt mal Machtspiel mit deiner Freundin damals, also ja, inoffiziellen Freundin, das heißt, war die Situation einfach sehr, sehr kompliziert und ich bin ja dann irgendwann in der Schweiz und so weiter und wir haben uns komplett aus den Augen verloren und dann ganz zufällig nach vielen Jahren, als ich mich dann auch habe scheiden lassen von meinem damaligen Mann, haben wir uns dann wieder gesehen, getroffen, nicht live, sondern auf Facebook, also eigentlich über Facebook dann. Ja. Damals gab es ganz neu den Messenger und ich war da drauf, du warst da drauf, du hast mich einfach angeschrieben und so, ja, so sind wir wieder in Kontakt gekommen. Im Chat, genau. Ja, wow, mega schöne Story. Ja, das Beste, wir waren dann beide an einem ziemlichen Tiefpunkt. Ich wurde damals aus meiner eigenen Tanzschule hinausgeschmissen, weil ich habe die damals, als ich 16 war, mit meiner damaligen Freundin eben gegründet, aber die war über 10 Jahre älter wie ich. Das heißt, die Tanzschule lief auf sie, aber nicht auf mich. Und die habe ich dann irgendwann aus meiner Tanzschule eben rausgeschmissen und ich hatte eben nichts auf dem Papier. Das heißt, es war dann einfach nicht mehr meine Tanzschule. Und ich hatte dann auch noch über 40.000 Euro Schulden und Baha ging es richtig schlecht. Sie ging dann von der Schweiz zurück nach Deutschland und wir waren beide halt an so einem Tiefpunkt in unserem Leben. Und von dort aus haben wir uns eigentlich dann neu kennengelernt oder wieder kennengelernt. Und aus diesem Tiefpunkt sind dann eben auch viele von unseren Techniken, die wir jetzt heute unterrichten, entstanden, weil wir irgendwie auch selber aus diesem Scheißmoment irgendwie rausfinden mussten oder uns rausentwickeln mussten. Und ich glaube, deswegen sind die Techniken, die wir auch unterrichten, wirklich lebensverändernd oder so kraftvoll, weil sie eben nicht einfach, gelernt sind oder irgendwie aus Büchern, sondern es sind wirklich selbst erlebt und auch selbst kreiert aus der Scheiße praktisch heraus. Ja, und das merkt man natürlich auch. Ja. Ich war ja jetzt auch mit meiner Freundin Nadja beim Evolve-Training dabei bei euch. Das war jetzt vor kurzem. Und ja, das war so das erste Mal, dass ich so länger mit euch zusammenarbeiten konnte. Und ja, auch was man da so für Aha-Momente hatte und auch wirklich so für körperliche Reaktionen, aber auch einfach so als Mensch halt wirklich tief gegangen ist. Ja, das hat mich natürlich auch nochmal sehr erstaunt auch. Und ja, und jetzt weiß ich auch warum, weil ihr das halt selbst durchgemacht habt und das war, glaube ich, auch wichtig, um solche Techniken dann auch weiterzugeben. Ja, absolut. Danke dir. Schön, was du sagst, danke. Okay, cool. Ja, jetzt kommen wir mal zum Thema Biohacking ein bisschen, ne? Ihr arbeitet ja auch mega viel so mit Ritualen, ja? Ihr leitet sogar kraftvolle Sessions auch an, ja, mit Meditation, mit Musik, mit Tanzen, habt ihr ja auch schon jetzt erwähnt mehrmals. Wie wichtig sind denn solche Rituale in eurem Alltag, um das Energielevel hochzuhalten?
Ja, also da sind wir, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also Jeffrey hat so seine Rituale, ich habe meine Rituale. Und wenn wir zu Hause sind, wenn wir auch frei haben, dann ist es uns beiden ganz wichtig, dass jeder so diese Freiheit auslebt, das machen zu können, zu dürfen, was er machen will. Also weil wir eben auch in unserem Beruf so viel Zeit miteinander verbringen. Wir hocken ja aufeinander 24 Stunden. Ja. Es ist ganz wichtig, dass wir auch in der freien Zeit einfach die Dinge tun, wo jeder für sich spürt, hey, das tut mir gut. Und für mich ist es halt natürlich das Yoga, Meditation. Ich gehe sehr viel laufen. Das sind so meine ultimativen Energy Basics, nenne ich jetzt mal. Und für dich sind das ein bisschen andere Dinge. Und da hat jeder für sich einfach so diese Rituale. Ja. Oder? Also es gibt so ein paar Sachen, die sind eigentlich fast nicht verhandelbar. Die sind eigentlich ziemlich fix. Also das ist das Erste, was wir machen, wenn wir früh aufwachen, ist, nachdem wir ein bisschen Wasser getrunken haben, einen kleinen Kaffee und dann eigentlich sofort ins Training beziehungsweise irgendetwas, was uns aktiviert. Es muss kein hartes Training sein, aber es ist einfach so ein Aufwärmen, Aktivieren, ob es jetzt Sprints sind oder ein bisschen Laufen oder was wir gerne machen sind. Um in den Körper zu kommen halt auch. Genau, um in den Körper zu kommen. Wie heißt das? Boxtraining, MMA Shred. Mhm. Also es ist mehr so eine Art Kampftraining, einfach, dass der Körper weiß, okay, du bist jetzt wach, du bist am Leben. Schon, dass du ins Schwitzen kommst. Und was uns ganz wichtig ist, ist, dass wir danach zusammen immer eine Art von Intention setzen oder Tony Robbins zum Beispiel nennt das Priming. Du kannst es aber auch Programming nennen oder eher wie gesagt Intention. Du machst dein Energiesystem auf eigentlich für den Tag oder für das, was du eigentlich an diesem Tag für dich erschaffen willst. Und das ist natürlich zu zweit, ist es unglaublich powerful, weil du zuerst über das Training hinweg deine Körperzellen aktivierst und in deinem Körper brodelt dann diese Energie. Und danach ist es wichtig, diese brodelnde Energie zu nutzen, um sie zu kanalisieren in eine Richtung für den Tag. Okay. Und das heißt, man geht in die Visualisierung, stellt sich vor, wie diese Energie in einem Körper brodelt und mit bestimmten Techniken und die du auch so ein paar gelernt hast, jetzt auch bei Evolve, kanalisieren wir eben diese Energie und stellen uns eben vor, was wir am Tag erreichen wollen, was wir erschaffen wollen, in welchem Zustand wir den ganzen Tag über sein wollen oder hauptsächlich, wie wir am Abend wieder ins Bett gehen wollen, wie wir am nächsten Tag aufwachen wollen. Das heißt, wir programmieren eigentlich den Tag in der Früh mit der Energie, die wir durchs Training an die Oberfläche kommen haben lassen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Ritual, das wir jeden Tag machen. Und variiert ihr das dann auch immer so? Nehmen wir mal an, jetzt, ihr habt eine große Vision jetzt für ein Jahr. Macht ihr die dann jeden Tag auf die Vision oder macht ihr da jeden Tag einfach so für den Tag spezifisch etwas, was ihr erreichen wollt oder was ihr manifestieren wollt? Ja, also wir machen es eigentlich meistens sehr spezifisch und das ist so ein, ich nenne es jetzt mal offenes und flexibles System. Und klar, wir haben unsere größeren Visionen, aber da ist es uns auch ganz wichtig, dass wir nicht täglich an denen festhalten. Also ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass wenn man eine große Vision hat, dass man diese Vision dann auch wieder entlässt aus dem System, aus dem Bewusstsein, weil nur draußen im Universum kann sie sich ja auch manifestieren, nicht in unserem Kopf. Und ich glaube, dass es kontraproduktiv ist, zu stark jeden Tag an ein und der gleichen Vision zu arbeiten. Man kann es immer wieder mal machen, so alle paar Wochen oder paar Monate oder nur einmal im Jahr, aber ich würde es nicht zu oft machen. Was man aber täglich machen kann, ist sich die Frage zu stellen, wie möchte ich mich fühlen? Weil das ist eigentlich das Wichtigste. Also egal, was wir manifestieren wollen, wenn wir uns nicht glücklich, erfüllt und bei uns angekommen fühlen, dann ist jede Art von Manifestation einfach eine Verschwendung. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, die Frage, wie möchte ich mich fühlen in dieser Manifestation? Ja, absolut, ja. Ja, und erstmal danke dafür. Also das ist jetzt auch nochmal was ich dazulernen durfte. Also auch die Vision loszulassen halt, auch in ihr ein bisschen Raum zu geben, ja. Ist, glaube ich, auch wichtig. Ich meine, alles, was man irgendwie verkrampft festhält und vielleicht auch überlegt, ja, wann ist es jetzt endlich soweit und so weiter, so funktioniert ja das Universum nicht. Genau. Und manchmal kann es auch wirklich sein, dass aus der Vision, die man ursprünglich hatte, etwas viel, viel Größeres entsteht, an das man vielleicht gar nicht gedacht hat. Oder was ganz anderes. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und weißt du, was wir so entdecken ist in den letzten Jahren, also als ich begonnen habe, ja, eigentlich schon in den letzten 3 bis 4 Jahren, dass man so ein bisschen in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene und auch in der spirituellen Szene oft so dieses Thema, ich habe eine größere Vision, fast schon dafür nutzt,
um eigentlich die Vision deines Egos zu überdecken. Mhm. Das heißt, viele Menschen, also es ist viel leichter für dich zu sagen, hey, ich möchte die Welt verändern oder ich möchte etwas Gutes für den Planeten tun oder ich möchte, dass der Planet sauberer ist oder das ist meine größere Vision und das ist sehr, sehr einfach mit Menschen zu teilen, weil das ist natürlich sehr edelmütig. Weißt du, was ich meine? Verstehe. Wenn du jetzt aber sagst, hey, meine Vision ist aber auch, dass ich mich jeden Tag einfach viel, viel besser fühle, viel, viel mehr in meiner Kraft bin, vielleicht, dass ich auch finanziell einfach frei bin, dass ich dahin reisen kann, wo ich hinreisen möchte, dann sehen schon wieder viele Menschen das Ego mit drin. Und somit bist du viel mehr, hast du eine größere Angriffsfläche. Das heißt, Menschen können dich viel mehr konfrontieren, viel mehr angreifen und sagen, hey, der macht das ja nur wegen dem Ego. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man wirklich ehrlich zu sich selbst ist, weil viele von den ganz großen Visionen, die man hat, wie zum Beispiel, ich möchte die Welt verändern, in der spirituellen Szene ist es ganz, ganz oft so, ich möchte die Welt verändern, aber sie haben keinen Antrieb dafür aufzustehen, weil die Vision, ich möchte die Welt verändern, viel zu groß und viel zu weit weg ist, dass sie die überhaupt gar nicht mehr greifen können. Ja, das heißt, auf der einen Seite ist es ganz wichtig, für uns ist auch eine Vision, die Welt zu verändern, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, zu einem liebevolleren Ort zu machen, friedvolleren Ort. Aber trotzdem muss man sich oft auch auf die persönliche, sogar auf die Ego-Visionen auch fokussieren, weil das ist auch ein wichtiger Teil von uns, von jedem Menschen. Das heißt, auch diese Vision, die man im Biohacking hat, dass man mehr Energie hat, dass man gesünder ist, dass man am Schluss wieder mehr geben kann, da spielt das Ego auch eine Rolle. Jünger aussieht, frischer ist. Und dann vielleicht auch auf das finanzielle Thema eben auch, da wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein. Und ich habe mit so vielen Menschen, auch mit Teenagern zusammengearbeitet, die in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene so oft gehört haben, du musst deine Vision finden, die größer als du selbst ist. Und dann wirst du erfolgreich. Und dann laufen die rum und erzählen, ja, meine Vision ist eben, die Welt zu verändern. Dann fragst du dir, was ist denn noch deine Vision? Was willst du noch erreichen? Ja, nix. Ich will einfach nur die Welt verändern. Ich möchte einen Impact haben. Ja. Schwierig. Aber wenn du natürlich tief mit dem Unterbewusstsein kommunizierst und tiefer fragst, wollen diese Menschen auch einfach nur glücklich sein. Die wollen auch finanziell frei sein. Die wollen vielleicht auch mal ein tolles Auto fahren. Die wollen auch mehr Geld haben. Wie jeder einzelne Mensch. Aber sie nutzen dann diese spirituelle oder größere Vision als Deckmantel, um eigentlich die Ego-Ziele zu kaschieren. Und das ist ein ganz, ganz interessantes Feld, das wir immer mehr und mehr entdecken. Das heißt, wir müssen irgendwie auch ehrlich zu uns selbst sein und uns überlegen, okay, was ist meine Ego-Vision und was ist meine größere Vision und die beiden zusammenführen. Weil du kannst dein Ego nicht wirklich von einer größeren Vision trennen, weil dann müsstest du aus deinem Körper hinausgehen. Sobald du im Körper bist, bist du auch in deinem Ego irgendwie drin. Die Frage ist, ob du es schaffst, dass du dein Ego mit ins Boot holst oder ob du dann gegen dein Ego kämpfst. Und ich weiß nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um mit den verschiedenen Visionen zu arbeiten, da sich wirklich mehr im Klaren zu sein und ehrlich zu sich selbst zu sein. Es ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, was du gesagt hast, immer weiter zu fragen. Ja. Also auch jetzt für die Zuhörer, wenn die jetzt vielleicht sagen, okay, ich habe jetzt auch die Vision für eine bessere Welt oder mehr Nachhaltigkeit. Ja. Und dann halt auch wirklich zu fragen, ja, warum willst du denn eine bessere Welt? Oder vielleicht auch sogar, wie willst du das denn anstellen? Was machst du denn jeden Tag dafür? Oder was willst du jeden Tag dafür machen? Absolut. Ja, finde ich auch spannend. Ja, wow. Vor allem fällt mir auch immer wieder ein, wenn wir jetzt mal so ein bisschen bei diesen Ritualen bleiben, bei euren Seminaren arbeitet ihr auch sehr viel mit Musik, ja, und mit gewissen Tracks und auch Brainwave Entrainment, heißt das ja neudeutsch, ja, also Gehirnwellentraining. Vielleicht könnt ihr da auch nochmal kurz drauf eingehen, weil ich glaube, das ist wirklich ein Feld, was sehr viel Potenzial hat auch, und das ist ja auch Biohacking, ja, wenn wir das jetzt so wollen. Also das ist für mich so der Inbegriff von Biohacking. Ja, vielleicht könnt ihr da nochmal kurz... Absolut, also da stimmen wir dir 100% zu. Wir haben ja, also die Leidenschaft kommt ja aus so ein bisschen aus dieser, aus meiner Tanzleidenschaft heraus, weil ich irgendwann herausgefunden habe, es ist gar nicht das Tanzen, was mich wirklich am Tanzen inspiriert, sondern es ist eigentlich die Musik dahinter und die Verkörperung der Musik dann, also durch den Körper, dein Ausdruck durch den Körper. Und als wir begonnen haben, mit Menschen zu arbeiten, haben wir sehr, sehr früh schon begonnen, Musik zu nutzen. Und es gab bis heute nichts Vergleichbares, das Menschen in kürzester Zeit so stark verbindet wie Musik. So stark auf ein Level, auf eine Ebene auch emotional bringt wie Musik. Und
was noch viel wichtiger ist, es gibt nichts, was Menschen so schnell triggern kann, so schnell nerven oder anpissen kann wie Musik. Und das ist halt auch so spannend, weil wenn du jetzt ein offener Mensch bist und auch bereit bist, wirklich für Transformation, für Veränderung und auch ein bisschen ins Vertrauen gehst, dann kann Musik sehr schnell etwas mit dir machen und dich wirklich verändern. Wenn du jetzt aber jemand bist, der, ich sag mal, so ein bisschen veränderungsresistent ist, das heißt, da auf Abwehr geht, dann gehst du sofort mit Musik in Kampf, weil Musik verändert sofort deine Emotionen. Da gibt es ja 1000 Studien und Tests mittlerweile. Ja. Sie verändern ja sofort die Gehirnwellen und sofort auch die Emotionen in deinem ganzen Körper. Und wir nutzen halt Musik auf gezielte Art und Weise, sodass wir die Leute auch gezielt in bestimmte Emotionspaletten hineinführen können, die wichtig sind für eine bestimmte Transformation oder die wichtig sind für eine Transformation in der Vergangenheit oder in die Zukunft zu gehen. Das heißt, wir versuchen da wirklich mit den verschiedenen Musiktracks auch zu arbeiten. Wir produzieren auch eigene Musik, die wir dann nutzen, um eben diese Transformationsprozesse anzukurbeln. Und es gibt eben manche Menschen, die haben ein starkes Problem damit, weil sie denken, dass Musik sie dann manipuliert. Und sie haben Angst vor dieser Veränderung. Das ist, deswegen haben sie Angst vor Manipulation. Und hatten wir auch schon tolle Erlebnisse bei Seminaren, die dann wirklich richtig böse wurden. Und wenn ich sage böse, wirklich? Die wurden richtig aggressiv. Also da kam der richtig der Dämon an die Oberfläche. Wow. Die wurden richtig böse, also wie so ein Monster, weil sie dachten, dass man jetzt irgendetwas in sie einprogrammieren will, was ja gar nicht Sinn und Zweck der Sache war. Es geht einfach nur darum, dass die Emotionen an die Oberfläche kommen. Und meistens haben dann diese Menschen eben Angst vor dem eigenen Keller im Unterbewusstsein. Das heißt, vor all den Dingen, die sie weggesperrt haben, vor all den Dingen, vor denen sie Angst haben, weil Musik hat plötzlich einen ganz krassen Einfluss auf ihr System und plötzlich kommen diese Dämonen vom Keller nach oben an die Oberfläche und sie können sie nicht mehr kontrollieren. Das heißt, sie können den Deckel nicht mehr zuhalten und dann ist natürlich, die Musik ist dann der Schuldige. Aber eigentlich liegt es nicht an der Musik, sondern es liegt daran, dass sie den Deckel so stark draufhalten und durch die Musik können sie den Deckel nicht mehr draufhalten. Das ist quasi der Widerstand auch in sich drin, von dem du sprichst. Ja. Exakt, ja. Genau, und was man ja auch merkt, es ist ja wie Schamanismus eigentlich, ja, wenn man so will. Also die Schamanen oder die Urvölker, die haben ja schon immer mit Musik gearbeitet, ob es nun Trommeln sind, ob es Tänze sind, ob es ja gewisse Gesänge sind. Und das ist eigentlich eine moderne Form von Schamanismus, wenn du mich fragst. Ja, absolut. Also was wir auch gerne machen, ist, wir versuchen ja all die Techniken, die man aus den früheren Zeiten bis ins Heute, dass wir alles irgendwie versuchen zu kombinieren, weil aus jeder Zeit kannst du irgendwas Cooles und Gutes rausnehmen. Und natürlich hat der Schamanismus auch viele blinde Flecke, so wie auch viele Techniken, die wir heute auch natürlich unterrichten, weil alles hat ja irgendwo, ist von einer Perspektive aus. Aber ich glaube, wenn wir alles verbinden und von verschiedenen Perspektiven aus das Ganze sehen, dann werden wir immer ganzheitlicher. Und Musik ist wirklich das Zentrum unserer Arbeit. Und wir arbeiten ja auch mit der geistigen Welt zusammen. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt für dich oder für die Zuhörer spannend ist, aber da hieß es schon öfters, dass Musik, so wie wir sie hier auf unserer Erde vorfinden, dass das ganz einzigartig ist für unsere Erde und dass es das nur hier gibt und dass die geistige Welt uns dafür beneidet, dass wir wirklich Musik haben. Ja. Also es ist wirklich... Ja, schön, dass du das auch nochmal ansprichst, ja, und das ist ja auch das, worum es geht, auch diese anderen Energien halt auch mit einzubeziehen. Und ich glaube, ich habe halt auch mal gehört, Musik ist die Sprache der Seele. Würdet ihr da zustimmen? Ja, absolut, absolut. Ich glaube wirklich, dass Musik die Kraft hat, uns zu verbinden, uns zu berühren an Stellen, wo keine Worte hinkommen würden, ja, uns aufzubrechen, weil ich glaube, das ist das größte Problem unserer Menschheit, das ist das größte Problem von uns allen, dass wir die Kontrolle nicht abgeben wollen, dass wir Panzer aufgebaut haben, dass wir Angst haben vor der Zukunft, weil unsere Welt wird immer komplexer und da machen wir einfach die Schotten dicht. Musik kann das halt wieder aufweichen und das ist halt wichtig, um eben mit dieser Transformation auch mitzugehen und ja das Bewusstsein auf der Erde auch zu verändern. Ja. Was ihr ja auch macht, ist dieses Brainwave Entrainment, was für ein tolles Wort, zum Schlaf trainieren. Ja? Warum müssen wir eigentlich den Schlaf trainieren heutzutage? Oh, gute Frage. Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, dass wenn wir von Sleep Training sprechen oder von Schlaftraining, geht es eigentlich darum, den Schlaf
zurückzuholen in einen, wie soll ich sagen, in einen kraftvollen Raum, weil mittlerweile Schlaf ist einfach so selbstverständlich. Weißt du, so, ich mache meine Augen zu und schlafe ich halt ein paar Stunden, dann wache ich wieder auf. Das heißt, es ist einfach etwas, was wir alle machen. Aber ich glaube, wir haben alle so ein bisschen die Verbindung zur Magie und zu den Fähigkeiten, die wir durchs Schlafen kreieren und installieren können, verloren. Weil wenn wir schlafen, gehen wir in diesen Delta-Zustand. Das heißt, es ist dieser automatische Reparaturzustand. Also unsere Zellen reparieren, wir regenerieren. Ja. Wir, und aus der anderen Sichtweise, aus der spirituellen Sichtweise, unsere Seele lernt, wir integrieren Dinge und wir sind multidimensional einfach unterwegs, wenn wir schlafen. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn wir schlafen, ist unser kritischer Wächter, also vor allem der Zweifler, ja, der die ganzen Selbstgespräche führt am Tag, der ist offline, der ist weg. Und in dem Moment kann man diese Schlafphase nutzen, wenn der Kritiker weg ist, für das Traumleben, das ich mir manifestieren will, für die Gewohnheiten, die ich erschaffen will, für die ich vielleicht die letzten Jahre einfach ja nicht so viel Zeit hatte. Das heißt, ich kann diese 7, 8 Stunden oder 10 Stunden Schlafphase nutzen, um neue Gewohnheiten zu installieren oder um etwas zu integrieren, was ich schon mein Leben lang integrieren möchte. Oder ich kann die Schlafphase nutzen, um meinen Körper mehr auf Heilung auszurichten, wenn es mir einfach nicht gut geht. Und natürlich heilt dein Körper automatisch. Wir haben ja alle diesen natürlichen Reflex der Heilung. Das heißt, eigentlich ist das ganz natürlich, aber wir haben genug Flächen aus Widerständen oder wie so Staubschichten, die uns eigentlich von der eigentlichen körperlichen Heilung abhalten oder die uns blockieren. Und das kann man im Schlaf sehr schön beeinflussen und wirklich den ganzen Körper auf Heilung und auch Veränderung, Transformation ausrichten. Vielleicht noch für die, die überhaupt nicht wissen, was Sleep Trainings sind. Das sind Meditationen, Sessions mit Anleitung, mit verschiedenen eben auch Delta, Theta Waves, um eben diese Tiefschlafphase auch zu verstärken. Und wenn man eben in dieser Tiefschlafphase ist, dann werden gewisse Suggestionen, Affirmationen, Intentionen da gesetzt und das hört man sich eben über Nacht an, ganz leise am besten, weil wenn wir einschlafen, dann hören wir eigentlich noch viel, viel besser wie im Alltag. Und genau, das sind so die Sleep Trainings und ein ganz wichtiger Teil auch von all unseren Online-Kursen. Ja, kann ich auch sehr empfehlen. Ich nutze ja das auch selbst mit meiner Freundin fast jeden Abend. Also wir schlafen fast jeden Abend mit deiner Stimme ein, Bar. Ja, und es ist wirklich, man kann viel besser runterfahren halt auch, natürlich auch wegen den Brainwaves und mit, ja. Nutzt ihr da vielleicht auch solche Techniken wie luzides Träumen, um eure Realität zu beeinflussen oder, ja, wenn man das so nennen kann? Ja, also ich bin da so ein bisschen die Expertin, sage ich jetzt mal, auf dem Gebiet. Wir haben auch in unserem Superhuman Training haben wir auch einen ganzen Monat diesem Thema gewidmet, also bewusstes cool. Träumen und die Traumlandschaft kennenzulernen und bewusst mache ich das jetzt seit ungefähr 4 Jahren, dass ich das luzide Träumen trainiere und das ist wirklich Trainingssache. Ich weiß nicht, ob du das machst. Das ist etwas, was nicht einfach innerhalb von ein paar Wochen sich einstellt und es funktioniert immer besser. Das heißt, dass ich im Traum bin und merke, ich bin im Traum und dann mir sozusagen meine Traumlandschaft ein bisschen zusammenbaue. Das ist das eine. Das andere, was für mich aber noch viel wichtiger ist, wie das luzide Träumen und viele schmeißen es aber in einen Topf, ist, dass wenn wir in dieser Traumlandschaft sind, dass wir Botschaften von unserem höheren Selbst erhalten. Das heißt, der Traum und die Schlafphase wird eigentlich zu einem Tool, auch um mit spirituellen Dimensionen zu kommunizieren. Es geht dann auch so ein bisschen in Richtung Astralreisen, was auch super, super spannend ist. Das sind alles Themen, die unbedingt eben mit Experten zusammen auch aufgebaut werden müssen, weil wenn man sich da zu schnell, zu intensiv damit beschäftigt, dann kann es passieren, dass wir unser Energiesystem überreizen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass unsere Antennen durchbrennen. So nenne ich das immer ganz gerne. Okay. Das heißt, diese spirituellen Antennen, die werden dann überdehnt. Und es kann dann passieren, dass wir mit der Realität einfach nicht mehr klarkommen, dass unser Körper auch rebelliert. Und das sind Dinge, die mit vielen Menschen passiert sind, die sich einfach spirituell gesehen auch ein bisschen verausgabt haben. Die hatte ich ganz, ganz gehäuft in meiner Praxis früher. Und da muss man einfach das ganze Energiesystem wieder runterfahren und wieder
auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Also da wirklich ganz vorsichtig sein, mit ganz kleinen Schritten vorangehen und am besten immer unter Anleitung von den professionellen Lehrern oder Experten. Okay. Ja, sehr wichtig auch, dass du das nochmal sagst. Ich glaube, man kann halt so ein bisschen die Bodenhaftung verlieren, ja. Richtig? Ja. Okay. Und unsere wichtigste Aufgabe ist immer noch und bleibt immer noch, Mensch zu sein. Ja. Also das spirituell sein, das sollte für niemanden ein Ziel sein, weil das sind wir sowieso automatisch. Das ist unser wichtigstes Ziel, sollte sein, so menschlich zu sein wie nur möglich, so verwundbar, so offen, so ehrlich, so mutig, so authentisch. Und das spirituell sein, das kommt von alleine, weil das ist unsere Natur. Also wir können eh nicht nicht spirituell sein. Okay. Ja, sehr schön, auch nochmal, um so diesen ganzen Content-Part nochmal abzuschließen jetzt. Es gibt, glaube ich, noch sehr, sehr viel, was ich euch mehr fragen will, aber wir werden uns ja schon noch das ein oder andere Mal sehen. Es gibt trotzdem noch so ein paar Kleinigkeiten, vielleicht zum Schluss. Und zwar eine Frage, die mich extrem interessiert, und da würde ich einfach gerne mal eure Meinung wissen. Und zwar, ob das immer so ist oder ob nur ich das jetzt erfahren habe bei den letzten Seminaren, dass extrem wenig Männer am Start sind. Mhm. Ist das häufiger so oder? Und da würde mich halt, ich muss euch schnell so den Hintergrund erklären. Ich habe selbst Männertraining gemacht, also war in einem Men's Workshop hieß das, wo wir auch spirituelle Praktiken gemacht haben, Meditation, Wim Hof Atmung und so weiter. Und ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn so wichtige Themen auch behandelt werden, dass so wenige Männer dabei sind. Woran liegt das, meint ihr? Mhm. Ja, also ich glaube, da sind wir gesellschaftlich einfach darauf programmiert worden, dass solche weichen Themen wie Meditation, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, dass das einfach Frauensache ist und dass Männer, die sich damit beschäftigen, keine richtigen Männer sind. Also ich sage jetzt einfach mal so, wie es wirklich auch in unserer Gesellschaft energetisch in diesem kollektiven Körper auch aktiv ist. Ja. Ich glaube, viele Männer haben einfach Angst, dass sie dann als Weichlinge dastehen und dann von den anderen harten Kerlen sozusagen nicht mehr akzeptiert werden, ausgestoßen werden. Ich glaube, diese Angst dominiert immer noch ganz, ganz stark im Feld. Und du meintest ja, es sind sehr wenige Männer. Als du da warst beim Evolve Training, waren das verhältnismäßig viele. Wirklich? Okay. Ich dachte mir, ich so, Jeff, wow, hey, da passiert was, die Quote steigt. Okay, aber seht ihr sonst allgemein so vielleicht ein Potenzial dort, dass es mehr werden? Ja, ja. Okay. Absolut, definitiv. Also gut. Es geht sehr schleppend voran. Ja, also du hast jetzt gesagt, weiche Themen. Ich glaube, da kannst du Robin und Robin kannst du zustimmen. Ich denke, die Sachen, auch die bei Evolve Training waren, das waren alles andere als weich. Ja, aber das ist ja, eben deswegen, ja. Aber es ist halt dieses ganze Thema, allein dieses Wort, das ist Spiritualität. Allein dieses Wort ist schon, ich mag es auch gar nicht so gern, weil die Leute schieben es sofort in eine Schublade oder denken, das ist eine Sekte oder das ist die Kirche oder was ist denn das? Und deswegen auch in vielen unseren Trainings, wir versuchen, dieses Wort auch eigentlich fast gar nicht in den Mund zu nehmen. Bei uns geht es eigentlich gar nicht wirklich um Spiritualität. Das ist einfach etwas, was ich automatisch einstelle. Für mich ist Spiritualität einfach eine tiefere Verbindung mit dir selbst und eine Verbindung, wo dir alle Türen offen stehen. In alle Richtungen. Da meine ich jetzt auch nach oben, unten, links, rechts, sondern in alle Richtungen. Und am Anfang, als wir begonnen haben, Seminare gemeinsam zu geben, da war ich der einzige Mann. Okay. Und mittlerweile verändert sich das, also vor allem auch diese ganze Szene, da ist ja wirklich ein Boom im Moment, wirklich eine Explosion. Und ich glaube, in den nächsten 5 bis 10 Jahren verändert sich da wirklich vieles. Und unsere Vision ist ja auch, dieses ganze Thema komplett aus dieser verstaubten Schublade rauszuholen. Und deswegen bewegen uns so mit den Leuten bei den Seminaren. Deswegen versuchen wir wirklich, diese emotionale Komponente so stark einzubauen, dass die Leute eine Erfahrung haben und nicht einfach nur irgendwie einen kalten Inhalt, der sie eigentlich nicht weiterbringt, sondern wirklich eine Transformation erfahren und dann merken, wow, das ist gar nicht so weich, wie ich mal dachte, sondern im Gegenteil, das geht wirklich ins Eingemachte. Und wie du schon sagtest, Bart, ich glaube, viele, und so war ich ja früher auch, ich hatte Angst vor den Themen.
Und deswegen habe ich sie auch in eine Schublade gesteckt früher. Aber ich konnte natürlich irgendwann nicht anders, weil Baha war meine Freundin dann geworden. Das heißt, ich konnte dann irgendwann das Thema nicht mehr abschieben oder wegschieben, weil sie war mir natürlich wichtig, verstehst du? Ja. Aber dann, als ich in das Thema eingestiegen bin, dann habe ich erst gemerkt, krass, wie viel Potenzial da eigentlich für mich da in dieser ganzen Welt liegt und wie viel ich für mich da rausnehmen kann. Und ich glaube, wenn wir das den Männern mehr zeigen können, dass da so viel Power, so viel Kraft dahinter steckt, dann werden es auch auf Dauer mehr Männer werden, die da kommen, ja, absolut. Ja, dafür werden wir kämpfen. Genau. Ja, ich finde das halt so ein spannendes Thema, wenn du natürlich auch so einen Tony Robbins siehst, yeah, oder einen Aubrey Marcus oder das sind ja alles gestandene Männer, ne? Und yeah, die beschäftigen sich aber trotzdem auch mit diesen weichen Themen, wie du sie, yeah, nennst, Baha. Und ich glaube, es geht auch da einfach um Balance und ja, yeah, hoffen, dass das bald mehr werden. Ja, cool. Noch eine quick Q&A-Session zum Schluss und dann würde ich sagen, sind wir durch, wenn ihr noch Zeit habt. Cool. Super. Und zwar werde ich einfach eine kurze Frage stellen und dann könnt ihr ja jeder so kurz antworten. Mhm. Okay, was war euer bestes Tool oder eure beste App oder euer bestes Programm unter 100 €, was ihr je gekauft habt? Wow, kann auch irgendwie ein Trainingsgerät sein oder ein Buch. Ach, ja. Oder ich weiß es. Meine Yogamatte. Sehr geil. Ich habe eine Yogamatte, die ist, glaube ich, die ist über 20 Jahre alt. Das war die, okay, Investition überhaupt. Die ist immer noch so schön wie am ersten Tag und ich nutze die mehrmals täglich sozusagen. Das ist echt doch, das ist die beste Investition gewesen. Meine Lieblingsfarbe, lila, top. Schön. Muss man vielleicht noch verlinken in den Shownotes. Kannst du mir nachher noch sagen, welche Marke das ist? Die gibt es nicht mehr. Also das ist schon längst. Oh nein. Cool. Für mich definitiv die Trainings-DVDs von Beachbody. Okay. Sean T, Insanity Training und so. Ja, ja. Die, geil. Ja, absolut. Cool. Wenn wir natürlich verlinken. was ist dein Top-Motivationssong? Oh, viele. Oder Richtung, vielleicht auch Musikrichtung. Ja, weißt du, seitdem ich klein bin, ist es immer Michael Jackson gewesen. Jetzt mit den momentanigen Sachen, die da so über ihn rauskommen und so, ist natürlich ein bisschen blöd jetzt, aber für mich ist immer noch Michael Jackson die Musik, die Kunst schlechthin. Das heißt, Michael Jackson-Songs, ob es jetzt Bad ist oder Smooth Criminal, sind immer Songs, die ich, bevor ich auf die Bühne gehe, mir wirklich reinziehe, um mich in den Zustand zu bringen, ja. Cool, super Hack. Bei dir auch, ne? Ja, Michael Jackson, aber was ich auch super gerne höre, sind Mantras und hauptsächlich auch von Krishnadas. Ja. Also den finde ich mega. Okay, kenne ich auch, ja, habe ich auch so ein paar Sachen. Mhm. Cool. So, die wichtigste Gewohnheit, die du je etabliert hast? Das intermittierende Fasten. Yes. Ich hätte jetzt auch gesagt Fasten, ja. Ja, cool, cool. Game Changer gewesen. Ja, und wirklich jeden Tag unverhandelbares Training in der Früh. Ich glaube, das ist auch noch. Ja, ganz tägliches krass. Training. Ja, das ist auch ein Tool von mir. Cool. Ja. Mhm. Mit wem würdest du gerne nochmal essen gehen, tot oder lebendig? Und was wäre deine erste Frage, die du ihm oder ihr stellen würdest? Wow. Das wird nochmal spannend zum Schluss. Voll! Das ist echt eine coole Frage. Das ist ja eine mega Frage. Ich gebe euch kurz Zeit. Ich glaube mit Tesla. Ja, sehr geil. Ja, Tesla, definitiv. Ja, und ich würde ihn, glaube ich, fragen, ob es irgendeine Info gab, die er nicht rausgegeben hat, weil er dachte, die Menschheit ist noch nicht bereit dafür. Wow, geil. Ich hoffe mich dazu. Nein. Sehr gut, sehr gut. Es ist ein Private Meeting. Nein, ich würde sehr, sehr gerne mit Tony Robbins mal essen gehen. Mhm. Aber was ich ihn fragen würde, ich glaube, ich würde ihn gar nichts fragen. Ich würde einfach nur gerne seine Energie spüren wollen. Mhm. Weil als wir mal live bei ihm waren, das war schon sehr, sehr krass, dieses Feuer zu spüren. Das hat mich sehr, sehr inspiriert. Und ich glaube, man kann viel von ihm lernen, einfach nur in seiner Energie zu sein. Ich glaube, ja.
Cool. Ja, das steht bei mir auf jeden Fall auch noch auf der Liste, Tony Robbins. Cool. Ja, wow. Ich danke euch für das ganze Wissen, was ihr geteilt habt. Ja, und gibt es noch irgendein Projekt, so was ihr jetzt in Zukunft macht? Oder gibt es irgendwo noch was, was jetzt ansteht? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wann das Interview online geht, aber ab dem 1. April startet ja der nächste Durchgang von unserem Ankam-Online-Kurs. Der geht über 8 Wochen und da geht es darum, dass man die destruktive Kraft von Karma über das eigene Leben neutralisiert. Das ist eins von unseren intensivsten Online-Kursen. Der startet jetzt bald in Kürze. Ja, das Superhuman Training ist geplant für Mitte Sommer. Mhm. Nochmal für die nächste Runde, für diesen Start. Das ist ja ein Training, das über ein Jahr geht, also über 12 Monate. Ein sehr intensives Training, auch eben mit diesen Sleep-Trainings, auch mit eigener Musik, die wir produziert haben, um eben die Zustände zu verändern. Und was vielleicht noch interessant ist, ist, dass wir am 28. September 2019 ein sehr großes Event haben in Ingolstadt, in der Saturn Arena. Das ist das Empower Yourself. Und da haben wir vor 8 Jahren gestartet. Damals mit knapp 8 Teilnehmern im Dachgeschoss von den Eltern, von der lieben Baha. Und letztes Jahr, vor 2 Jahren hatten wir es eben in der Saturn Arena mit knapp über 3000 Menschen. Und dieses Jahr wollen wir das Ganze nochmal auf ein ganz neues Level bringen. Das heißt, das ist wirklich eine riesengroße Party, wo wir das Leben feiern, aber gleichzeitig natürlich auch mit wichtigen Inhalten und mit tollen Erfahrungen und Transformationen verknüpfen. Und das ist unter empower-yourself.de. Super, das werde ich natürlich auch in die Shownotes noch hauen und sage nochmal danke, 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 so wie du es sagen würdest oder wie ihr es sagen würdet in euren Seminaren, dass ihr dabei wart auf dem Mindful Upgrade Podcast und ich freue mich schon, euch auf der Bühne zu sehen bei der DNX und euch dann ansagen zu dürfen. Das ist so cool. Wir freuen uns auch total auf dich. Robin, danke so cool, dir. Echt, ja. Super. Also, dann macht euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Vielleicht springt er nochmal in den See. Ist den Zürichsee für mich. Absolut. Super. Super, ich danke dir. Alles, alles Liebe für dich und weiterhin so viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao. Navi, hat dir dieses Interview gefallen? Ich fand es ja viel zu kurz und hätte noch stundenlang mit den beiden sprechen können. Aber ich denke, diese knappen 45 Minuten sind schon sehr viel Content, den man erstmal verarbeiten und integrieren darf. Schau unbedingt direkt auch mal in die Shownotes oder unter www.mindful-upgrade.ch/Folge85, denn Baha und Jeffrey machen neben ihrer wertvollen Offline-Arbeit auf Seminaren und Workshops auch qualitativ hochwertige Online-Kurse. Und die haben das Potenzial, dein Leben von Grund auf zu ändern und zu optimieren. Und jetzt aufgepasst, und das ist kein April-Scherz, gerade heute startet eine neue Auflage ihres erfolgreichen Ankarma-Kurses. Da geht es nicht nur darum, Karma aufzulösen, sondern dich auch von Blockaden und Fesseln im Leben zu befreien, die dich daran hindern, deine wahre Stärke und Bestimmung zu leben. Bis zum 8. April ist die Anmeldung noch offen und du kannst dich dafür eintragen. Wenn du dich erst von der Arbeit der beiden überzeugen willst, dann wartet auf der Seite auch ein kostenloses Live-Video von Jeffrey auf dich, wo du lernst, mit deinen inneren Widerständen zu arbeiten. Und das kannst du auch super als Meditationssession verwenden. Ich habe es selbst mit Nadja gemacht und kann es wirklich nur sehr empfehlen. Ja, und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der Umsetzung der ein oder anderen Technik und verlinke uns gern auch bei Instagram oder Facebook und gib uns somit ein Feedback zu dieser Folge. Die Zeit der Transformation ist gekommen. Mit diesen Biohacking-Techniken kann dich nichts mehr aufhalten. Also stop acting small, dein Biohacking-Test.